Okay, das ist nicht Kavalons Hütte. Oder nicht bei Kavalons Hütte, aber ich bin jetzt hinten beim Nordtor rausgelaufen. Ist es das Nordtor oder ist es das Südtor? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, welche Himmelsrichtung wir hier haben, ne? Ich bin da auch nicht wirklich gut in Orientierung. Aber wir sind hier. Dann kann ich eigentlich kurz einen Abstecher noch machen. Nach da oben. Ihr wisst vielleicht, wo ich hin will. Was sind hier noch? Rotbuchensamen? Das sind normale Zombies, die könnte ich sogar platt machen. Gilbert! Gilbert existiert wirklich. Bei Enos, hast du mich erschreckt, Mann? Entspann dich. Ich dachte schon, du bist einer dieser Untoten. Glücklicherweise nicht. Was ziehst du so ein Gesicht? Ich habe weder zu essen noch zu trinken. Lange halte ich das nicht mehr durch. Das glaube ich dir. Vielleicht kannst du mir helfen. Wobei? Wie meinst du das? Ich brauche Essen und etwas Wasser. Okay, hab's verstanden. Bring mir doch bitte ein Brot, ein Stück Käse und etwas Wasser. Was springt für mich dabei heraus? Ich habe nichts. Kannst du einem alten Mann nicht einfach helfen? Na schön. Vielen Dank. Beeil dich aber bitte. Ich habe Essen für dich. Fantastisch. Danke, mein Freund. Hier bitte. Das habe ich in meiner Truhe gefunden. Vielleicht kannst du es für etwas gebrauchen. Na dann, mach's gut. Viel Glück, mein Freund. Was hat er mir denn gegeben? Ich habe nur einen Gegenstand erhalten, habe ich gesehen. Aber, oh. Der Speer braucht 40 Geschick. Schaden, Einstichwunden. Oh, das braucht aber viel der Stärke, ne? Leichtes Langschwert. Aber nicht wirklich gut, ne? Den Speer könnte ich mal ausprobieren. Dank ist es auf jeden Fall nicht. Ah, die Barrikade, okay. Und hält einige Pfeile. 25 Pfeile. Okay, ich habe keine Ahnung, was er mir gegeben hat. Oh, ich glaube, mein Spiel stürzt gerade ab, oder? Also so viele Probleme wie bei der Mod hatte ich bis jetzt noch gar nicht gehabt, ne? Mir ist auch absolut egal, wenn ich seine Truhe hier plündere, ne? Oh, er ist jetzt einfach tot. Er hat immer noch das ganze Zeug. Wisst ihr was? Ich lasse es so. Dann ist halt Gilbert jetzt tot. Who cares? Der arme, einsame Gilbert. Fremden darf man nicht trauen. Das hat auch schon immer Mutti gesagt. Ne?
Oh, holy shit. Der macht Schaden. Und damit halte ich sie mir halt auch noch echt gut auf Distanz. Müssen wir mal die Soundmod installieren. Oder zumindest den Soundfix. Not bad. Der Zombie-Killer. Also den Speer behalte ich. Ohne Frage. Gibt's noch einen zweiten? Habe ich noch einen zweiten Speer eigentlich? Ich hab noch mal einen anderen. Ah, okay. Reichweite 250. Junge. Junge, Junge. Das Ding ist krass. Oh, okay. Da brauche ich einen Schlüssel für. Da braucht man einen Schlüssel für. Also das wundert mich jetzt, dass da keine Zombies stehen. Das wundert mich jetzt ultra. Also sonst standen hier immer Gardisten, ne? Weil ja kurz danach die Orks waren. Die haben mir dann gesagt hier so, hey. Da willst du nicht reingehen. Und dann sagt der Held so, aber ich muss. Und die so, good luck. Also eins muss ich aber auch sagen, wer auch immer die Mod erstellt hat, oder zumindest der polnische Dude, der die erstellt hat, der wusste auf jeden Fall, wie man Atmosphäre macht. Weil ich finde die Atmosphäre hier richtig krass. Die nennt mich irgendwie so, die trifft genauso gut die Atmosphäre von Vardal in Dingens, in aus Acholos, ja. Vardal war das auch so eine richtige, das war auch so atmosphärisch richtig gut getroffen. Ich mochte das richtig. Man hat einfach so wirklich so gemerkt, da war irgendwas so. Und mit den ganzen Untoten und so, die herumgesprungen sind. Ah ja, ich nehm's zurück, ne? Die haben sogar einen Feuermagier. Nope, no way, dass ich da jetzt lang gehe. Oh, Buch der Erfahrung. Da kommt jetzt einfach dieser eine einzelne Zombie daher. Oh, da sind Leute. Dass da aber random eine Befestigung ist. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Das finde ich ein bisschen sus tatsächlich. Ein modriger Toter. Nee, da gehe ich jetzt nicht in die Nähe. Boah, gehe ich jetzt nach da drüben? Wo die Dudes stehen. Am Ende sind es auch einfach Banditen, die greifen mich an.
ich geh mal rüber. Hey Drecksack, verschwinde von hier! Okay. Grodor. Schwere 200. Oh, da ist ein Ork. Da ist ein Ork. Schwere 200. Greift mich der Ork an oder spricht der mit? Der greift. Der kommt her. Warum habe ich jetzt Doppelerfahrung bekommen? Aber der Speer ist gut. Jetzt will ich aber mal kurz reingucken. Nutzung Barrikade. Kampfsystem. Dann liegt doch Dolina Zombie. Änderung im Fernkampf. Permanent freies Zielsystem implementiert. Ein zusätzliches Feature ist ein kritischer Treffer mit dem auf den Kopf, wenn du einen Bogen benutzt. Kritische Treffer mit der Armbrust sind nur auf der Meisterstufe möglich. Der Bogen hat sie von Anfang an. Ja gut, ne? Da bin ich so kacke, das werde ich nicht, schaffe ich nicht wirklich. Kannst du als Magier spielen, wobei einzelne Zaubersprüche so verbessert wurden, dass sie gegen Zombies gleiche Chance hast wie ein Krieger. Der Feuerball der Basisversion des Spiels verursacht 30 Schaden, während er in der Mod mehr als 60 Schaden verursacht. Das gleiche gilt für andere Zaubersprüche. Weitere Möglichkeiten, um die untoten Horden zu bekämpfen, aber wir wollen nicht zu viel verraten. Nicht Spaß damit. Du musst, das musst du selbst herausfinden. Okay. Ich habe auch gelesen, es gibt ja auch Speere, ne? So. Dolina Zombie bietet die Möglichkeit, das Spiel in drei Klassen einzuteilen oder eine Mischung daraus zu wählen, je nach Geschmack des Spielers. Es ist jedoch wichtig, sich an eine wichtige Sache zu erinnern. Was deine Spielweise bestimmt, egal ob Krieger, Jäger oder Magier, sind die Attribute, die du am meisten besitzt. Behalte das im Hinterkopf, denn darauf basiert unter anderem dein Hauptziel, Vorräte von Gomez zu bekommen. Wenn das Spiel sieht, dass du mehr Stärke als Mana und Geschicklichkeit hast, wird es die Ausrüstung ausschließlich für den Krieger geben. Danach verhält es sich mit anderen Attributen. Das ist nicht sehr häufig, vor allem zu Beginn des Spiels, aber es lohnt sich gleich zu entscheiden, unter welchem Attribut und welcher Klasse du die Mod hauptsächlich spielen wirst. Ein Beispiel, du hast 120 Stärke, 150 Geschick und 75 Mana. NPCs, mit denen du sprichst, werden uns als Krieger erkennen und später im Spiel erhalten wir vielleicht sogar eine Belohnung, die für diese Klasse bestimmt ist. Okay. Also ich werde jetzt, wie gesagt, ich werde jetzt temporär auf Stärke gehen. Ich nutze aber natürlich jetzt auch die Sachen, die jetzt einfach, nutze jetzt auch einfach mal die Sachen, die ich aber jetzt einfach so hab. Ich weiß nicht, ob ich krass auf Geschick gehen, oder ob ich noch groß Geschick investieren werde. Das sieht mir aus wieder wie so ein Punkt aus, da komme ich dann wahrscheinlich nicht weiter, ne? Oder hier ist halt... Oh. Hier ist das Orkdorf. Da sind sogar die Orks. Da will ich aber jetzt nicht hingehen. Wobei, ich speichere kurz. Mich würde jetzt einfach mal aus Interesse... Also Interesse halber. Der Tempel des Schläfers ist auch da. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier hinlaufe.
Aber ich finde es interessant, dass man auf jeden Fall hierher kommt. Dass hier auch keine Untoten sind, ne? Ork-Elite. Oh, die Orks töten mich nicht instant. Da ist ein Horn. Komme ich jetzt nicht in den Tempel des Schläfers? Wo laufe ich hier denn hin? Ich dachte echt, ich kann jetzt einfach so random in den Schläfertempel kommen. Okay, das ist jetzt einfach bloß hier unterhalb von dem Gitter. Also ich werde jetzt dann eh nochmal neu laden. Aber mich würde das einfach interessieren, nachdem die Orkeliten jetzt weg sind. Mache ich doch einfach mal die Gitter auf, ne? Schauen wir doch mal, was da drin ist. Da brauche ich einen Schlüssel für. Das Tor geht gar nicht, das Gitter geht gar nicht auf, aber es sieht mir auch nicht so aus, als wäre da irgendwas drin. Okay. Keine Ahnung. Werden wir schon noch... Oh nein, nicht schon wieder. Oh meine Güte, Leute. Warum? Okay, ich wurde jetzt einmal vom Ork getroffen. Also ich konnte nur den Spielstand laden. Ich bin mit dem Outcome zufrieden. Ich gehe jetzt da nicht rüber. Ja. Und vielleicht dann speichere ich hier nochmal. Das sind wieder Zombies. Die könnte ich sogar clearen eigentlich. Ah, der kommt sogar her. Sind nur zwei. Also, bis jetzt sind es zwei. Okay, Doppelerfahrung. Wieder, warum auch immer. Dann kommt es nochmal derselbe. Aus dem speichere ich wieder. Erfahrung plus 10. Wegen Kämpfen. Also ich bin mir nicht sicher, warum ich da echt plus, also ja, ne? Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass dieser Bug, sagen wir, ich nenne es jetzt mal einen Bug, ne? Dieser Speicherbug immer dann auftritt, wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ich vielleicht noch nicht sein sollte. Dass das Game dann Probleme mit dem Laden hat. Rostiges Schwert, Rundschild. Mich würde mal interessieren, wie das mit den Schilden eigentlich funktioniert hier. Ork-Machete. Oh, okay. Ich dachte, das wäre ein Ast. Goblinbeere. Steinwurzel, Steinwurzel, Bitterbrot. Das ist eine Höhle. Eine Axt. Ah, da speichere ich wieder.
Da ist ein Schattenläufer drin. Wahrscheinlich ein Untoter. Der Morak heißt. Ich hab noch einen Telekinese-Zauber, ne? Sonst scanne ich mal hier die Umgebung. Ob hier noch irgendwas ist. Telekinese ist dafür immer ganz praktisch. Sollte man mal was übersehen. Ich glaube, das sind bloß Spinnenweben. Zombie Wiederaufersteher. Beschworener Zombie. Okay, gegen drei Zombies zu kämpfen ist ein bisschen anstrengend. Okay, das ist ein... Den Hit habe ich tatsächlich verdient. Den habe ich auch verdient. Ja, da war ich so greedy. Ach man, come on! Warum? Sollte das Game jetzt ein bisschen anders aussehen? Ich habe jetzt den Renderer ausgemacht und jetzt funktioniert alles wieder. Ich glaube, es liegt am Renderer. Wobei mein latester... Ich war hier. Ja. Oh. 80-80. Org-Waffe zweihändig. Okay. Ich will hier irgendwo einen Zombie. Sein Stress steigt auch. Ist nicht der Zombie wieder Auferstehen, ne? Ah, fuck. Da ist er. Junge, wie der immer schreit. Okay. Kann auch sein, dass das Game jetzt noch ein bisschen ein Ton dunkler ist, weil die Atmosphäre ein bisschen anders ist. Das ist ein Heilkraut. Das ist wieder so ein halbtoter Zombie. Thank you.
Okay, Crits geben Erfahrung. Okay, ist auch wieder so eins mit. Zombie Wiederaufersteher. Also der Wiederaufersteher hat die beschworen, ne? Ich dachte das eigentlich schon, weil ich da in die Nähe gekommen bin. Also ich töte den nochmal. Also sind, unter mir sind auf jeden Fall auch nochmal Zombies. Das ist nur der Wiederaufersteher. Bin noch irgendwo was in der Nähe. Lootmäßig auch nicht. Dann speichere ich. Ja. Okay, dass der mich jetzt getroffen hat, das war jetzt irgendwie so weird. Weirde Hitbox. Darf die jetzt echt nicht zu nahe kommen lassen, ne? Naja, fuck. Okay. Kann ich mehr machen, als sie zu bekämpfen. Müssen wir jetzt wirklich Rosinen picken? Bin ich aber schon mies, dass der... Ich dachte, der steht halt danach wieder auf, ne? Und nicht, dass er die beschwört. Okay, den verließ er aus dem Target. Für die echte Erfahrung. Ja. Aber halt nur 10. Okay. Jetzt speichere ich nicht, dass ich das nochmal machen muss, ne? Das ist zwar jetzt eigentlich gar nicht mal so schlimm, oder gar nicht mal so schwierig. Wenn man so ein gewissen Damage hat. War das gerade ein Zombie? Ne, ist ein Skelett. Okay,
ich kann das Skelett angreifen. Das Skelett hat nichts, aber die Axt hätte ich gern gehabt. Sperren wir mal. Also es muss ich nachts auf jeden Fall eine Fackel anmachen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich komme jetzt rum, ne? Ja, da ist so ein Magier und so ein Dicker dabei. No way, dass ich den Magier... Der andere kommt einfach auf den Berg, ne? Autsch. Der andere hat den anderen jetzt einfach getroffen, ne? Fuck. Damn! Aber geht eigentlich, also... Wenn mich jetzt nur der sieht und der herkommt, ne? Ums Eck. Und den kann ich töten. Den kann ich töten. Vorausgesetzt, er grillt mich nicht vorher, ne? Okay. Vielleicht sollten wir es einfach mal lassen. Ich könnte sie töten, aber es wird schwierig. Wie? Will er es nicht drücken oder kann er es nicht drücken? Ragus, was ist los mit dir? Ich gehe aber trotzdem nach da hinten. Will einfach nur gucken, was da jetzt ist. Auch wenn ich voraussichtlich sterbe. Dann mit Grundstöcke. Ja, jetzt eigentlich nur ein Grundstöcke. Und ein Buch. Ja. Ein Buch und Zeug. Okay, das Game ist da, werden wir auf jeden Fall erstmal anders erfahren. So wie es aussieht. Ach, das ist ein Stein. Dachte ich gerade, das wäre so ein komischer Blob oder sowas. Ich spreche jetzt nicht aus, was ich gerade denke. Nicht, dass es dann auftaucht, ne? Da sind normale Zombies, die könnte ich sogar... Die könnte ich sogar kiten. Oh, mir fehlen eigentlich gar nicht mal so viele Erfahrungspunkte, ne? Muss bloß einen nach dem anderen rauslocken und dann töten. Mit dem Speer ist das kein Problem. Jeder hat mich da eine gesehen. Aber bis einer von denen da ist, ist der halt schon tot. Das war schon mal ein guter. Ich räume hier voll auf. Und jetzt am Ende einfach Bragus, der Zombie Slayer. Vielleicht liegt es, hat das einen Grund,
Oder wahrscheinlich liegt es daran, dass hier. Autsch, da war ich jetzt unvorsichtig, ne? Also an diesen Speicherbug nochmal zurück. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum man den Renderer einfach weglassen soll. Komm, kill mich. Mach's wie ein God of War. Lass mich jetzt einfach töten, um neu zu laden. Bam! Doppelter Schaden. Also ordinäre Zombies, die sind nicht sicher von mir. Oh, da liegt. Das ist auch wieder eine Waffe. Ich wollte gerade schon sagen, eine Wache. Also er bewacht die Waffe. Autsch! Wieder absolut unvorsichtig und ein Trank. Den kann ich jetzt gut gebrauchen, ne? Ich habe keine Ahnung, was da gerade stand. Oh, riesiger Streitkolben. Stärke. Also, es gibt keinen Weg, der mich jetzt irgendwie davon abbringen würde, auf Stärke zu gehen. Bergmoos, Nachtschatten. Drachenwurzel. Buch des Lernens, nice. Okay, weird, hier sind keine. Ah, da oben sind aber safe Zombies. So wie das für mich aussieht. Da sind auch safe welche. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass da keine wären. Oh, was haben wir da? Einen Wachspeer. Und der Wachspeer. Oh, 78 Geschick. Einstichwunden. 250. Huh. Muss sich auch lohnen, Geschick zu, ne? Schaden. Ich glaube, die umgehen Rüstung. Aber ich glaub's nur. Ich weiß nicht. Ah, cool.
Der Renderer hat immer die Screenshots gemacht. Da ist ein einsamer Zombie. Jetzt ist er nicht mehr so einsam. Die Gruppe meide ich mal. Oh, da ist eine größere Gruppe. Komm, den Cerberus würde ich doch gerne. Wisst ihr, das Problem ist, sobald ich den angreife, kommen safe beide Cerberus zu mir her und greifen mich an. Sind so in gewisser Weise so ein Scourge. The Scourge of the Land. Jetzt sieht es noch gut aus, ne? Ich will jetzt noch gucken, was in der Höhle ist. Hier stehen auch so viele Zombies davor. Ja, das war mir klar. Kommt bloß wieder der eine zu mir her, ne? Ich will diese Cerberus weghaben. Und das bedeutet, dass ich jeden einzelnen von denen töten muss. Also nacheinander. Ah, da kommen sie. Kommen sie beide. Fuck. Doppelt getroffen. Aber besser zwei tot als. Also zwei tot, zwei Treffer, das ist in Ordnung. Das können wir so lassen. Solange mich der Zombie nicht trifft. Der Zobi. Ja. Der Zobi-Tobi. Tobi, was mit dir passiert? Du siehst so blass aus. Tobi wird das Video eh nicht sehen. Ah, ist eh so ein Renner. Oh oh. Ich hab keine Ahnung, wie viel Leben die auf 9. Easy. Oh, cool. Blutfliegenflügel.
Okay. Das Problem, dass die jetzt alle, jetzt sind alle angewundet. Aber einer muss sterben. Ah, fuck. Jetzt bin ich vergiftet. Und er atmet dann auch schwer. It's no way, dass er das überlebt. Ich weiß nicht, wann, ob das aufhört oder ob das einfach runtertickt, ne? Ja. Der wieder näher dran. Der ist gleich tot. Der Giftschucker darf mich aber ja nicht erwischen. Ah, jetzt packt wieder die Anzeige rum, ne? Nein, nicht speichern. Oh, da ist eine Blutfliege. Was ist das da drüben für ein Zombie? Zombie, Fettsack. Muss wir ein bisschen weglocken. Ach fuck, jetzt hat er sich eine sich befreit. Okay, der Giftschmucker ist schneller. Ragus noch ein Treffer. Okay, das ist gut. Der ist tot. Er macht dem halt richtig gut Damage. Weil der hat wahrscheinlich nur sehr viele Leben, aber dafür weniger Rüstung. Er ist halt aber ein richtiger Tank. Ich will aber auch nicht wissen, was passiert, wenn er mich trifft.
tot. Boah, ich exerziere hier die Gegend, das ist geisteskrank. Reiner Alkohol. Kerzenleuchter. Eine Axt. Drachenwurzel. Wo kommen denn jetzt auf einmal wieder die Blutfliegen hierher? Ich weiß halt auch nicht, ob die mich vergiften können, ne? What the fuck? Die one-hitten mich. Da hab ich echt Glück gehabt, dass sie mich vorhin nicht getroffen haben, ne? Geh's nochmal hin. Keine Ahnung, wo genau die herkamen, aber... Die one-hitten einen. Holy shit. Das macht die krass OP. Also gut, es waren vorhin aber auch, glaube ich, mal mehr als nur die drei ursprünglich. Also, ich weiß nicht, wie viele halt da hinten rumgeflogen sind. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Ich will mal wissen, wo eigentlich diese einen Dudes sind, die hier... Ah ja, da ist noch eine. Die macht hier so wilde... Wilde... Ja. Die fliegt hier ziemlich wild durch die Gegend. Einfach gesagt. Okay. Ein paar Vieh. Oh, da ist ein Läufer. Damn. Ah, da hinten ist hier das. Muss ich noch meinen Heiltrank nehmen, weil der mich getroffen hat, ne? War nicht besonders schlau. Oh, dann sieh mal einer an. Wir haben einen ich Besucher. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Wie hast du uns gefunden, Mann? Ich habe die Nachricht an einem Baum hängen sehen. Ah, das verstehe ich. Also war es doch etwas nützlich. Weißt du, ich würde ja gerne weiter mit dir plaudern, aber mir fehlt die Zeit dazu. Hey, Leute! Wartet, was wollt ihr? Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ihr gewöhnliche Banditen seid. Banditen, die auf Vollidioten wie dich warten. Tut mir leid, Mann, ist nichts Persönliches. Tötet ihn! Shit. Okay, der backt an dem Baum rum. Oh, die haben aber ein paar gute Sachen, ne? Ja. Kann ich den töten? Was für ein Schwachkopf. Ah, okay. Wir drehen mal den Spieß ein bisschen um. Autsch.
Ja. Was für ein Schwachkopf. Okay, die buggen hier jetzt einfach so rum. Vielleicht wollten die. Vielleicht visieren die aber auch, haben die auch den Dings anvisiert, ne? Sind's aber bei. Nee. Der ist jetzt nicht mehr buggy, der Dude. Oh, Rüstung aus Varanleder, okay. Banditenschild. Reifschnaps. Buch des Lernens. Holzlöffel. Okay, den habe ich schon ausgenommen. Die haben bloß Pfeile, aber nehme ich auch gerne mit, ne? Feldbogen, Langbogen, Pfeil und Pfeil. Der Liebes hätte mich zwar fast gekillt, aber... Besser er als ich. Ist der eine Zombie-Dude weg? Nee, da unten ist er. Ich speichere noch. Komm, bevor jetzt die Folge zu, bevor wir bei einer Stunde sind, probiere ich jetzt noch kurz vor Ende die. Bevor die Folge zu Ende ist, besser gesagt, versuche ich doch noch den Zombie hier zu töten, ne? Wisst ihr, was mir eigentlich noch fehlt? Zombies mit Armbrüsten. Wenn es schon Zombie-Magier gibt, die auch noch wissen, wie man ihre Runen benutzt, ne? Dann fehlen noch irgendwo Zombie-Armbrüste oder Bogenschützen. Holy shit, oh, 50 Erfahrungspunkte, das ist sogar ganz lohnenswert. Dafür, dass die Dudes ewig brauchen, um zu sterben. Holy shit. Puh, okay, gut, dann war es das auch mit der Folge erstmal. Dann speichere ich hier.